Banane, Apfel, Spinat und ein paar Datteln. So sieht ein gesundes Frühstück aus. Zumindest wenn es nach Instagram geht. Da zeigen immer mehr ihre selbstgemixten Smoothies. Diese vermeintlichen Fitnessdrinks sind allerdings richtige Kalorienbomben. Ich darf nicht vergessen, dass viele Früchte natürlich auch viel Energie haben, speziell wenn sie sehr reif sind. So, und diese Energie sind Kohlenhydrate. Sie sind grundsätzlich okay, aber sie liefern mal relativ wenig, gerade wenn sie püriert sind oder wenn sie extrahiert sind, relativ wenig sozusagen Ballaststoffe, Sattmacher mit. Das bedeutet, ich bekomme sozusagen flüssige Zuckerkalorien, natürlich mit ein bisschen einem Benefit, aber in Wahrheit bekomme ich von meinem Feeling her, vom biologischen System her, konzentrierten Zucker in Wasser gelöst. Es geht mir das Kauerlebnis ab. Trotzdem gelten sie als gesunder Snack, als Superfood-Geheimdrink aus Hollywood. Stars und ihre Smoothie-Becher. Diese Bilder kennen wir. Mittlerweile schon längst nicht mehr nur Trend der Schönen und Reichen. Auch bei uns gibt es in fast jedem Supermarkt den Vitamin-Kick to go. Und da brauche ich nur die Zutatenliste lesen und da ist sehr häufig an erster Stelle Apfelsaft, dann hat man vielleicht Püree, dann hat man vielleicht irgendein Extrakt. Das heißt, da sind ja nur mehr die Teile der Früchte drinnen und nicht die Frucht als sozusagen als Püree, als Mousse, als Ganze. Und das ist im Endeffekt einmal der erste große Unterschied. Aber egal ob aus dem Kühlregal oder selbst gemixt, so eine Portion trinken wir ganz schnell nebenbei und vergessen, dass es sich um eine ganze Mahlzeit handelt, zumindest von den Kalorien her. Muss aber wissen, dass die getrunkenen Kalorien einfach nicht sättigen. Und auch ganz wichtig, und das muss man wissen, die ganz getrunkenen Kohlenhydrate kommen sozusagen relativ schnell im Magen und dann durch im Dünndarm ins Blut. Das bedeutet, wenn ich mehr wie 120 Milliliter, also mehr wie ein Achtel von diesem frisch gepressten Orangensaft trinke, dann ist es viel zu viel Zucker. Das bedeutet, der Körper bringt es dann in diese Lager, ist im seltensten Fall die Muskulatur, ein bisschen die Leber, aber leider sehr häufig dann auch das Fettgewebe. Das heißt, ich kann von meinem Frühstücksmoothie zunehmen? Genau. Und auch fett werden. Und das ganz ohne zu essen. Es sind die getrunkenen Mahlzeiten, die wir komplett unterschätzen. Gleichzeitig haben wir das Gefühl, etwas einzusparen. Davon profitiert auch dieses Abnehmkonzept. Gegessen wird nichts. Statt jeder Mahlzeit gibt es einen Diätshake. So sparen wir Kalorien ein. Der Vorteil, anders als bei Smoothies, sind bei diesen Drinks alle Nährstoffe schon enthalten. Wenn es gut ist, habe ich verschiedene Arten von Kohlenhydraten, vielleicht auch irgendwas mit Hafer, irgendwas mit Ballaststoffen dabei oder mit Kleie. Und auch das Fett ist normalerweise bei diesen Formuladiäten so konzipiert, dass ich auch von diesen lebenswichtigen, von diesen essentiellen Fettsäuren, speziell von Omega-3 etwas drin habe, sozusagen, dass dann die Kombination durchaus als Mahlzeitersatz seinen Namen verdient. Trotzdem fehlt das Essgefühl und das frustriert auf Dauer und macht uns schnell wieder hungrig. Durch das, dass nichts dabei ist, wo ich kauen muss, lerne ich sozusagen weder meinem Gehirn noch meinem Magen slow down, slow down, slow down. Also längere Magenverweildauer werde ich nicht haben. Da kann es passieren, dass ich sage, okay, ich bekomme schneller wieder Appetit. Aber ab und an, wenn es schnell gehen muss oder gerade weil es spät am Abend ist oder weil ich unterwegs bin oder weil es halt nicht anders geht, dann macht solche Sachen Sinn. Aber grundsätzlich zu sagen, ich ersetze 3 Mahlzeiten flüssig, weil ich will vielleicht abnehmen, ja, dann kann es gefährlich werden. Aber es ist ja auch praktisch. Kein Kalorienzählen, kein mühsamer Ernährungsplan. Einfach ein Löffel Pulver ins Glas und das Essen ist fertig. Nichts liegt schwer im Magen, wir entlasten unseren Darm und fühlen uns fitter. Viele schwören auf diese Kurtage, an denen sie sich nur flüssig ernähren. Die meisten Leute reden, wenn es ums Kur geht oder ums Diäten geht, reden sie von Abnehmen. Ja? Meinen sehr häufig das Gewicht auf der Waage. Aber sie sind sehr häufig dann mit dem Ergebnis optischer Natur, ja, und auch leistungsfähiger Natur unzufrieden. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund, weil viele erwarten sich ja durch Kasteiung bei der Ernährung, speziell durch solche sozusagen konzentrierten, trinkbaren Lebensmitteln, ja, erwarten sich viele Leute, dass sie auch Fett verlieren. Dabei können wir Fett gar nicht schnell verlieren. Für 1 Kilogramm müssen wir 7000 Kalorien verbrennen. Ein durchschnittlicher Erwachsener verbrennt pro Tag 2000 Kalorien. Das sind umgerechnet 300 Gramm Körperfett. Das entspricht ein bisschen mehr wie so einem Ziegel, einem 250 Gramm Stück Butter. Mehr
kann ich theoretisch gar nicht verlieren. Das heißt, wenn ich das 4-5 Tage mache, mit dass ich wirklich sozusagen fast nichts esse und den Körper arbeiten lasse, mit der Voraussetzung, dass er wirklich genauso weiterarbeitet, als wenn ich ihn optimal betreuen würde, dann müsste ich mindestens 3 Tage brauchen, um 1 Kilo Fett abzunehmen. Das heißt, ich brauche dann mindestens eine Woche, um 2 Kilo Fett abzunehmen. Und das ist für die meisten, die solche so schnelle Erfolge wollen, natürlich auf der Waage vollkommen frustrierend. Und das natürlich auch nur in der Theorie. Im echten Leben schaltet unser Körper sofort auf Notprogramm um, wenn wir aufhören zu essen. Die Folge: wir verbrennen viel weniger Kalorien als sonst. Und dieser niedrige Verbrauch bleibt auch, selbst dann, wenn wir wieder normal essen. Ich werde sozusagen nach einer Woche weniger Kalorien durch das Training, durch diese Ernährungsmaßnahme verbrennen als wie vor einer Woche. So, das heißt, jetzt nach 2 Wochen verbrenne ich noch weniger Kalorien als wie vor am Anfang dieser Geschichte, auch wenn ich sozusagen meine guten Shakes dazu trinke. Was wiederum heißt, ich lerne meine Muskulatur, dass sie sich zurückzieht, dass sie sich abbaut, und das macht dann auf der Waage ja den Erfolg, weil Muskulatur, sprich Fleisch, besteht aus viel Wasser, 60 bis 75, je nachdem wie alt man ist, aus Wasser, ein bisschen Protein, und das wird durch den Stress, durch das zu wenig Essen, relativ schnell abgebaut, und somit verliert man natürlich dann gerne mal 7-8 Kilo. Und nur zu Beginn, je öfter ich das mache, das nennt man dann auch bekanntlich Jojo-Effekt, desto mehr versucht der Körper, seine eigene Luxusausstattung zurückzuhalten und sagen, okay, na Moment, jetzt warten wir mal, was die nächsten 10 Tage passiert, und stellen den Stoffwechsel einfach einmal auf Sparflamme. Das heißt, ich lerne, biologisch betrachtet, meinem Körper besser zu haushalten, weniger Energie zu verbrennen, oder vielleicht ein bisschen frech, überspitzt ausgedrückt, ich lerne, schneller wieder fett zu werden. Solche Radikaldiäten richten also einen enormen Schaden an, und zwar langfristig. Das zeigen auch Abnehmshows. Die Kandidaten verlieren schnell Gewicht. Der Erfolg bringt Quote. Wie es ihnen nach der Sendung geht, wird nicht mehr ausgestrahlt. Man sieht nach dieser Show zu Beginn Grundumsatzmessung, nach dieser Show Grundumsatzmessung, obwohl sie sozusagen etwas tun, verbrennen sie pro Nase 500 bis 600 Kalorien weniger in 24 Stunden als wie zu Beginn dieser Diätmaßnahme. Und das Erschreckende biologisch ist, das kann über Jahre anhalten. Das heißt, man darf nicht vergessen, durch diese sozusagen Kalorienrestriktion, durch dieses sozusagen übermäßige Einsparen, kann ich meinem Körper beibringen, dass er lernt, über Jahre mit tatsächlich wenig auszukommen. Und wenn ich dann viel Sport mache und dann nach dem Sport auch nicht schaue, dass ich sozusagen diese Muskulatur energiemäßig erhalte und baustoffmäßig, kann es passieren, dass das 5, 7 bis 8 Jahre lang anhält, sozusagen, dass ich nie mehr loskomme von diesen Diätfehlern, die ich sozusagen gemacht habe.